Meine lieben Mitchristen, liebe Anderi-Freunde, ich glaube, ich brauche es nicht zu wiederholen, wie jedes Jahr, dass ich sage, mit welcher Freude ich gerade nach Ade vom Wald komme. Der Grund liegt daran, dass es der Auftakt unserer vorweihnachtlichen Basaraktionen, ja, rings um Köln und Bonn und bis nach Bayern und bis nach Hamburg und Berlin hin, sondern weil ich das Gespür habe, dass hier eine ganz besondere Gemeinschaft hinter diesem Auftrag der Hilfe für die Ärmsten der Armen steht. Aber vielleicht haben Sie schon manches Mal gedacht, muss das gerade an Allerheiligen sein? Was hat denn eigentlich Allerheiligen und was hat der Anderi-Basar eigentlich gemeinsam, außer dass vielleicht gerade der Anfangsbuchstabe Allerheiligen, Anderi, gemeinsam sind? Was hat das miteinander zu tun? Und ganz sicher ist dieser Tag für Sie besonders durch den Friedhofsbesuch gezeichnet. Und trotzdem glaube ich, dass beide, Allerheiligen und Anderi-Basar, sehr viel miteinander zu tun haben. Lassen Sie uns doch heute wieder gemeinsam darüber nachdenken. Es war vor wenigen Wochen, dass unser Hauptpartner aus Indien, ein einheimischer Priester, bei uns zu Überlegungen in der Anderi-Hilfe war. Seit ungefähr 3 Jahrzehnten ist er verantwortlich für die vielen Projekte in Indien. Es sind sicher 3.000 bis 4.000, die bisher abgeschlossen werden konnten, und etwa 150 laufende Projekte. Und er hat es mit viel Liebe getan und war uns eine große Hilfe, aber jetzt dringt es ihn als Priester wieder direkt priesterliche Aufgaben zu machen. Er bat seinen Bischof in Südindien, ihm eine Gemeinde zu geben. Und dann hat man ihm die schwierigste Gemeinde gegeben, eine St. Antonius-Gemeinde. Und er berichtete, dass an jedem Dienstag, die Eltern von ihm wissen noch, dass gerade Dienstag der Antonius-Dienstag ist. Und er erzählte mir, jeden Dienstag kommen Hunderte, ja Tausende Pilger in sein kleines Dorf. Voll Vertrauen auf Antonius. Und es sind vor allen Dingen kaum Christen dabei. Es sind meistens Hindus, Moslems oder Anhänger irgendwelcher Naturreligionen, die hier auf die Fürbitte des heiligen Antonius vertrauen. Und es ist eine besondere Gruppe. Er erzählte mir, das war erschütternd zuzuhören, es sind vor allen Dingen Familienangehörigen, die mit ihren geistig Verwirrten oder psychisch Kranken kommen. Er erzählt mir, dass sie teils kommen und sie an Ketten mit sich führen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, diese Menschen zu beherrschen oder mit ihnen umzugehen. 1.000 Menschen. Und er sagt, das ist unwahrscheinlich. Und sie kommen und bitten mich um ein Gebet und bitten mich, dass ich sie segne. Sie sind davon überzeugt, dass diese geistig Kranken von bösen Geistern, vom Teufel besessen sind. Und er sagt, ich kann als Priester keine Teufelsaustreibung vornehmen. Und es sind auch keine Teufel, die sie besessen haben, sondern es sind Krankheiten. Und ich bin sehr froh, dass ich erreichen konnte, dass er bei der Kölner Diözese einen großen Beitrag bekam, damit ein Zentrum eingerichtet wird, wo die Angehörigen und die Kranken betreut und beraten werden. Das ist die Welt, in der auch Ihr Projekt seit vor einem Jahr zu Hause ist. Es geht um 2 Menschen, die als junge Menschen zum ersten Mal mit geistig Behinderten, mit verwirrten Menschen, mit psychisch Kranken in Berührung kamen in ihren Dörfern. Und das hat sie so beeindruckt, dass sie gesagt haben, dem widmen wir unser Leben.
Sie haben ein zielgerichtetes Studium übernommen, eine Organisation gegründet, sind übrigens inzwischen verheiratet und arbeiten gemeinsam, setzen ihre ganze Kraft und ihr Wissen und ihr Leben ein für das Projekt, das Sie auch schon im vorigen Jahr betreut haben. Da geht es nicht darum, dass man jetzt wartet, bis Kranke kommen und um Gebet und Segen bittet, sondern Sie gehen in die Dörfer zu den Menschen. Sie spüren sie auf, die Menschen, die man zum Teil versteckt hat. Man schämt sich, dass man einen Behinderten hat. Und übrigens, bei uns ist es auch noch gar nicht so lange her, dass man sich eines behinderten Familienangehörigen schämte. Heute bemüht man sich mehr und mehr um ihre Integration. Und sie spüren sie auf in den Dörfern. Und ich habe es selbst erlebt, ich bin selbst da gewesen, dass zum Beispiel eine Familie, die 3 Kinder hatte und eines davon war total psychisch verwirrt und krank. Und sie mussten auf den Feldern arbeiten, Vater und Mutter und die beiden Geschwister. Was wollten sie machen? Sie konnten den Jungen nicht mitnehmen und sie haben ihn tatsächlich jahrelang im Stall zu den Tieren an einer Kette festgebunden. Nicht aus Lieblosigkeit, sondern aus Hilflosigkeit. Und ich habe diesen Jungen erlebt. Er konnte nicht sprechen. Er gab nur tierische Laute von sich. Und unser Partner hat es geschafft, mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen an ihn heranzukommen. Er ist in Behandlung und er kann ein einfaches, aber menschenwürdiges Leben. Ich sagte vorhin schon, Sie haben im vorigen Jahr schon den Basar für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Es kam im vorigen Jahr der großartige Betrag von 10.400 Euro ein. Und damit konnte Ihre Gemeinde 10 Dörfer finanzieren, die in dem Gesamtprogramm von 62 Dörfer integriert sind. Wie viele es in diesem Jahr werden, das bleibt abzuwarten, das ist von Ihnen allen auch abhängig. Die kranken Menschen werden ausfindig gemacht, wie ich sagte. Man spricht mit den Angehörigen, man leitet sie an mit diesen Kranken, besonders Kranken und auch sehr belastenden Kranken umzugehen. Man fördert sie durch Medikamente, durch ärztliche Behandlungen. Man holt vor allen Dingen auch junge Menschen, wenn es noch früh genug erkannt wird, in ihr Zentrum. Man bildet sie dort aus in einfachen Berufen, wo sie glücklich sind, wenn sie etwa backen lernen, wenn sie lernen, kleinste Dinge herzustellen, aber auch im Hinblick darauf, dass sie sich später einmal, wenn auch ganz einfach, selbst helfen. Es lohnt sich, meine lieben Christen, da mitzumachen. Das alles zu erfahren, was ich Ihnen gerade berichtet habe und was Sie auch in der Vorbereitung des Basars erfahren haben. Übrigens, ich darf hinzufügen, es ist der 47. Anderi-Basar in Ihrer Gemeinde. Wir haben viele Basare, die 30, 40 Jahre durchhalten, aber Ihrer ist der erste und der älteste und dafür möchte ich von ganzem, ganzem Herzen danken. Und ich bin vor allen Dingen überzeugt, nachdem ich vorhin durch den Basar ging, es wird weitergehen. Junge Menschen setzen sich schon mit ein und die werden einmal die Träger sein, auch wenn die ältere oder die mittlere Generation es nicht mehr machen kann und auch ich nicht mehr mit dabei bin. Aber ich wiederhole meine Frage vom Anfang, was hat das denn alles mit Allerheiligen zu tun? Die Antwort darauf ergibt der erste Satz der heutigen Lesung aus dem Johannesbrief. Fast wie eine Überschrift über Allerheiligen und über den Anderitag. Da heißt es, seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat.
Und wir haben dann im Evangelium, und danke, Herr Pastor, dass Sie es so langsam gelesen haben, denn man schaltet sonst leicht ab, haben Sie noch einmal gehört, was in den sogenannten 8 Seligkeiten Jesus uns verspricht. Dass die Armen selig und glücklich sind, dass die Friedfertigen selig und glücklich sind, die Barmherzigen, die sich der anderen annehmen. Selig werden gepriesen, die keine Waffen in die Hand nehmen. Welche Kunde heute für unsere Zeit. Und ich habe gerade die Tage, das ist sicher auch für Sie interessant, erfahren, dass kein Geringerer als Gorbatschow, der natürlich nicht aus einer christlichen Motivation heraus, aber dass er die beiden Sätze aus der Bergpredigt gehört oder gelesen hat, selig die Frieden stiften, selig die keine Waffen benutzen. Und das, so hat er selbst mal in einem privaten Gespräch geäußert, das hat ihm den Antrieb gegeben, dass wir nicht mehr das Feindbild Deutschland, Russland, Westen und Osten haben. Welche Auswirkung ein Nicht-Christ nimmt diese Botschaft ernst? Wie sehr ist der Appell an uns gerichtet, dass wir diese Botschaften ernst nehmen? Und es ist wunderbar, vielleicht lesen Sie es zu Hause noch einmal nach, wie Jesus gerade die Schwachen, die Trauernden, die Weinenden und die den Frieden lieben, selig preist. Und in der Not ihres Lebens spüren dann gerade diese Menschen die Nähe und die Größe Gottes mehr als die Stärke, denn Gott ist die Liebe. Und so steht über dem heutigen Allerheiligentag und über dem Andiri-Tag tatsächlich die frohmachende Botschaft, Gott ist die Liebe. Wenn wir diesen Gedanken mitnehmen, auch wenn wir trauernd an den Gräbern stehen, wenn wir ihn mitnehmen in den Basar und sehen, wie wir unseren Beitrag leisten können, dann ist das die gelebte Liebe Gottes. Das gilt für jeden von uns, die wir mit Sorgen und Trauer erfüllt sind. Das gilt für unsere Verstorbenen. Und sicher denken wir auch an die Verstorbenen, die sich vor Jahren schon für unseren Basar hier eingesetzt haben. Das gilt darüber hinaus für die Menschen, für die Armen im fernen Indien, an die der heutige Tag ganz besonders erinnert. Selig die Barmherzigen, denn sie werden das Reich, die Barmherzigkeit in seinem Reich erlangen. Ich darf zum Schluss noch einmal Ihnen ins Mitgeben, in den Tag, in die Woche, in das Leben hinein. Gott ist die Liebe, die alles und alle umfassende Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, so hat er uns versprochen, der bleibt in Gott und Gott in ihm.